egal, probier es halt nochmal. Auf geht's. Ach, der checkt, okay. Gut. Wir müssen nicht alles nochmal neu machen, sondern nur den letzten Teil. Oder? Eigentlich ja, ne? Denke mal. Ja, doch, B, ja, doch, okay. Willst du da zu B fahren? Ich hol mir A. Ach, alles gut, ich bin schon unterwegs zu A. Ich hab's gerade markiert. Fahr doch ruhig zur B, alles gut. Ja, das war aber jetzt typisch ja wieder GTA-Cops. Die sind so dämlich, dass die einen Versuch dann doch noch kriegen. Also durch die Zeit halt. Aber gut, dass ich jetzt wieder Lester frei habe. Egal, alles gut. Ja, wir können jetzt wieder öfter sonntags zocken. Wenn ich jetzt glaube, das ist jetzt die vierte Folge, die ich jetzt mache gerade. Ich glaube, Dienstag kam die letzte, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich glaube, das jetzt. Ja, das kriegen wir schon hin. Dann können wir versuchen, aber die anderen wieder auch ein bisschen, vielleicht mal für GTA ein bisschen begeistert bekommen. Dann hat man aber auch zwar wieder nur stumpfsinniges Zeug teilweise rumarbeiten, aber du hast teilweise Ziele, weil du Missionen hast. Und machst halt nicht nur, spielst nicht nur mit den Karten oder so. Ja. Da können wir auch mal Raubüberfälle machen, wenn wir zu viert sind. Ja, wenn die anderen das Spiel haben, ne? Ja, da können wir die Heist mal in Angriff nehmen. So, okay. Oh, Mann, ey, oh, das ist doch zum Kotzen. Was passiert? Ich wollte schnell, weil doch da so viele Cops sind, da wollte ich halt einfach nur schnell rein, das Auto klauen, rausfahren, aber der braucht ja 30 Jahre, um das scheiß Auto kurz zu schließen. Dann ja, ja, na gut, ich hätte ihm helfen können, weil ich habe ja eben auch einiges an den Kopf weggeschossen. Im Zweifel, wie gesagt, rufst du Lester an, schießt die Kopf erstmal weg, bisschen Luft. Und dann rufst du Lester unterwegs an. Weil ich bin jetzt auch gerade raus aus deiner Hilfe, weil ich bin jetzt schon im Parkhaus oben. Alles gut. Hast du jetzt mal Gegner oder was? Scheinbar. Keine Gegner. Okay. Dann halt nicht. Entschuldigung, dann seid ihr umsonst gestorben. Ach, geh mir auf den Sack. Hinter mir jetzt auch immer. Ach, die scheiß Kopf, ne? Geh weg mit deinem scheiß Moped! Ja, mein Gott, nerv mich nicht, Alter. Scheiß Autofahrer, die gehen mir auf den Sack, weißt du. Wir sind im Moment überholen und der biegt links ab einfach. Ja, bin schon unterwegs an den Docks. Wir haben noch 3 Minuten ungefähr.
Ich bin gleich da. Okay, ich bin unterwegs 2,8 Kilometer. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Luft, dass ich die Kopfs nicht an der Backe habe. Aber ich habe dir jetzt das Anruf nur frei. Ah, du hast schon den Punkt gesetzt, ne? Okay, weg. Warte mal, ich ruf Lester mal an. Hast du Cops oder was? Ja, natürlich, ich hab immer noch die Cops. Die will mir schon wieder auf den Sack gehen. Hey, what's going on? Can't handle the heat, my friend. So, hab's okay, weg. Ich hab's ja auch los, aber bin eingekesselt worden von 3 Seiten. Also alles gut. Bin jetzt unterwegs zurück. Ja, teilweise sind die echt dämlich, was das Fahren betrifft. Ey. Die stellen sich quer vor ein. Dass, wenn du keine kommst, damit du dir noch irgendwie. Damit du die rammst. Naja. Alles gut, ich komme jetzt zurück. Da schaffe ich diesmal in der Zeit. Jetzt habe ich den Mustang. So, warte mal, wo muss ich denn hin? Daneben. Zeit genug. Passt. Diesmal hat es funktioniert. Ja, es hat auch beim ersten Mal funktioniert. Wenn die scheiß Kopf nicht gesagt hätten, die kriege ich doch noch. Den gehe ich noch ein bisschen auf den Sack vorher. Ich bin schon fast wieder ein halbes Level voll. So. Munition kaufen. Für 108 Dollar. Für ganze 108 Dollar. So, was haben wir noch? Zufällig.